keinen Bock mehr. Ich bin schon bei 7 und das. Ich war jetzt hier und das war schon 7. Meinst du, der ist älter als du? 10, 11, ja. Der ist älter als du, ja? Bis hier schon 11. Alter. 12, herzlich willkommen zum Teil 3 dieses Baustellen-Updates oder Teil 3 unserer Baustelle. Und der Felix, also der Bauherr hier, wird euch das jetzt einfach mal alles zeigen, was wir so geschafft haben im Moment, was so passiert ist, wie es gerade aussieht. Ja, also wir befinden uns jetzt ja unten in unserem Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind, aber mittlerweile ist die Decke komplett drin. Du kannst es einmal zeigen. Ein bisschen kenne ich das schon, glaube ich. Genau, also die Balken liegen oben komplett drauf. Wir haben schon einen großen Teil an USB-Platten, also Zwischenfußboden sozusagen, verlegt. Da hinten seht ihr schon, haben wir oder noch meinen Schwiegervater sozusagen, also Megis Vater, die Wand gemauert mit Jutonstein und davor so eine kleine Schicht normaler Steine, die wir dann erstmal auf eine Ebene gebracht haben, darauf dann die Jutonsteine gesetzt haben. Wir haben die Balken, die, also da wo sie jetzt, ich gehe mal da hin, kann ich euch das zeigen, dann vor euren Balken, den haben wir rausgenommen, haben das jetzt erstmal abgestützt, bis die Mauer fertig ist, dass wir den Balken im Prinzip auf die Mauer setzen können, weil der Balken, der hier war, hat er erstens ziemlich viel gestört und wäre auch irgendwann mal zur Seite weggebrochen und dann hätten wir alles kreuz und quer hier liegen gehabt. Da oben auch, ne? Genau, da oben das gleiche. Also der Balken ging halt komplett einmal runter. Ja, und den haben wir ja neu gesetzt allgemein. Der wäre ja nur zur Stütze für das Dach da. Dann gehen wir einmal in unsere neue Küche. Diesen Raum kennt ihr wahrscheinlich ja schon von Maggies Touren. Da war im Prinzip vorher auf der Höhe ungefähr die Decke, wie wir es jetzt auch hier haben. Das habe ich jetzt vorgestern gemacht, da habe ich die Decke einmal komplett rausgerissen. Also die ganz normalen, den ganz normalen Fußboden und die Balken. Jetzt haben wir hier natürlich einen schönen großen Raum, wo dann die Küche reinkommt. Aber nicht bis ganz nach oben, sondern... die Balken werden halt noch verlängert. Die werden auf die Höhe gekürzt, dann wird auf den Balken im Prinzip ein weiterer Balken draufgesetzt, der dann wirklich bis zum Ende durchgeht. Und darauf kommt dann auch die Decke ganz normal. Also im Prinzip, wie wir es im Wohnzimmer auch haben, haben wir das dann hier auch. Also eine einheitliche Deckenhöhe, ja, sozusagen. Da haben wir auch eine Küche schon gekauft. Also man muss sich vorstellen, hier bleibt halt Wand. Das bleibt nicht so offen, wie es jetzt ist. Es ist nur ein Durchgang, damit wir hier überhaupt reinkommen. Und dann kommt im Prinzip jetzt so von hier so die Küche einmal längs um die Ecke ungefähr dann bis zur Wand hier rein, so dass das Fenster dann nachher auch frei bleibt. Da kommt ein neues Fenster rein, ein bisschen größer, ein bisschen tiefer. Das sind die Hängeschränke drüber und daneben hängen sozusagen und dann die Küche hier einmal um so eine Ecke ist. Ja, da oben kommt unser Ankleidezimmer. Genau, da drüber kommt das Ankleidezimmer. Also hier befinden wir uns sozusagen über dem Wohnzimmer, über dem Büro von Maggie. Hier kommt jetzt im Prinzip das Schlafzimmer hin. Man kann sich vorstellen, da wo ich jetzt stehe, kommt die Wand hin. Also hier, wo der Balken ist, ne? Genau, wo ich jetzt stehe, einmal rüber. Bis zum anderen Balken? Genau, da? Dann haben wir hier im Prinzip, da wo jetzt noch frei ist, unser Schlafzimmer bis dahin, wo jetzt die Kamera ist. Ja. Dann wird hier nachher noch eine Wand runtergezogen, ungefähr hier. Einfach, weil wir die Schräge dahinter ja eh nicht nutzen können, also zu der Seite jetzt hin.
haben wir jetzt gedacht, wir ziehen hier eine Wand runter und dann kann das Bett im Prinzip da dran stehen. Hier werden wir irgendwie eine kleine Tür, so eine kleine Lamellentür reinbauen, dass man dann halt dahinter nochmal so einen kleinen Raum hat, wo man den ganzen Müll hinschmeißen kann, den man so an ja, Kleinkram hat. Ja, weil wir hier eben das Bett hinhaben wollen unter die Schräge dann und das Kopfteil ist ziemlich hoch. Und da man den Raum dann dahinter sowieso nicht nutzen kann, bauen wir dahinter eben dort einen extra Raum. Und dann wird das Bett ungefähr bis hier so gehen. Und dann haben wir eben das neue Schlafzimmer und da hinten das Ankleidezimmer zwischen diesen Balken. Ja. Dann kommt ja wie gesagt hier die Wand rein. Einmal rüber zum anderen Balken. Und dann ist auf der Seite, wo ich hier stehe, sozusagen das Kinderzimmer bzw. Babyzimmer in dem Fall ja noch. Das ist eigentlich so, wie man es hier schon sieht, bis ungefähr zur Mitte des Raumes, also da, wo die eine Leiste im Prinzip, muss man sich so eine imaginäre Wand mal vorstellen. Bis dahin geht ungefähr das Kinderzimmer und da kommen dann halt auch nochmal zwei große Dachfenster rein. Und das Ganze geht dann aber bis hier auf die Seite. Auch hier kann man sich wieder eine imaginäre Wand vorstellen, die dann mit der anderen Wand nachher abschließt. Ja. Also Kinderzimmer dann. Ihr wisst ja, vorher war das Kinderzimmer eigentlich hier unter. Aber mein Vater wollte unbedingt und hat darauf festgehalten, dass das Kinderzimmer nach oben kommt. Und deswegen haben wir jetzt das Kinderzimmer hierhin getan und auf das riesengroße Schlafzimmer verzichtet. Aber wir haben immer noch ein riesengroßes Schlafzimmer. Genau, dann kommt im Prinzip hinter dieser imaginären Wand, die wir uns vorgestellt haben, der Flur. Also im Prinzip der ganze Bereich, wo jetzt noch die Decke drauf ist, sag ich mal, also ich muss mal ganz kurz in die Kamera gucken, der Bereich hier im Prinzip, da kommt der Flur und die Treppe nach oben, dass wir jetzt halt hier hochkommen und in die Seite kommt hier im Prinzip, also sozusagen hier so, kommt das Badezimmer rein, also unser Hauptbadezimmer mit Dusche und Badewanne. Ja, und darunter, genau unter dem Badezimmer kommt ein Gästebadezimmer. Also haben wir zwei Badezimmer und hier oben eben das Vollbad. Und hier, also von hier bis zu diesem Balken, haben wir noch einen Raum frei, den wir, ja, mal schauen, wie nutzen. Ja, da müssen wir noch gucken. Für das zweite Kind irgendwann, vielleicht. Hast du ein bisschen raufgetreten? Aber nur halb. So, zeigen wir so einmal so einen Rundgang hier. Oh Gott, Alter. Also, Schlafzimmer. Kinderzimmer und hier kann man auch schon überall laufen, also das ist schon alles fest. Nur diese drei, vier sind noch nicht fest. Und jetzt geht's wieder runter. Also ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir jetzt über Maggies Büro stehen. Das wird jetzt im Prinzip dieser Raum. Ja, man kann sich auch hier wieder so eine Wand vorstellen, bis zu den Balken im Prinzip. Also das damalige Kinderzimmer, genau. Ne? Das ist so der Balken. Hier wird nachher die Tür reinkommen ungefähr, dass sie dann hier noch einen Bereich hat, wo sie dann halt wirklich reborn kann und auch YouTube-Videos schneiden kann. Und relativ viel Stauraum werden wir hier auch mit reinmachen. Das heißt, ein paar Schränke, wo mal Winterjacken und alles reinkommen. Alles, was man im Sommer sozusagen nicht braucht oder umgekehrt. Ja, weil einfach der Raum auch wieder übrig ist, so wie oben. Also wir haben einfach zu viele Räume und deswegen habe ich jetzt mein eigenes Büro und Felix kriegt das andere Büro, was vorher schon geplant war. Nee, da war ja vorher das Esszimmer, das wissen die alles gar nicht. Genau, das war ein bisschen ungeplant. Wir zeigen euch nachher nochmal ein Grundriss, dann seht ihr das genau. Ja. Das wird jetzt mein Büro, wird auch wieder hier eine Wand einfach reinkommen und dann vorne die Tür und da kommt mein Schreibtisch, weil ich habe relativ viel Papierkram und Schreibkram und dann habe ich gedacht, mache ich das dahin. Eigentlich wollten wir nur ein Büro haben, jetzt haben wir zwei. Gut, ja. Dann haben wir hier im Prinzip unser Flur, wenn Maggie einmal ganz rausgehen mag, kann man sich vorstellen, ich laufe jetzt einmal die Wand längs, hier kommt halt wirklich die Wand hin. Da kommt gar keine Wand hin. Ja, also der Abtrennung sozusagen zum Wohnzimmer, hier kann man sich vorstellen, der Bereich bis hinten zur Wand hin ist komplett Flur. Der Raum wird relativ wenig genutzt, denke ich mal, hier kommt halt die Tür zu Maggies Büro hin. Eventuell, also hier kommt ja noch ein großes Fenster rein. Warum ein Riesenfenster? Ich glaube 1,60 oder so? 1,30 mal 1,40 ist das. 1,30 mal 1,40, weil wir sonst keine Möglichkeit haben, von unten Möbel hier hochzukriegen.
wir werden ja dann, sag ich mal, ungefähr so groß wie, das, wie die Tür sogar, ne? Genau wie das Loch. Also wie das Loch hier im Prinzip, kommt ein Fenster rein, damit wir Möbel, die Küche nachher, alles reinbekommen. Eventuell wird da draus später mal ein Balkon oder keine Ahnung was. Ja. Genau, dann ist das hier im Prinzip der Flur. Das habt ihr vorher gar nicht so gut gesehen, wegen den ganzen Europaletten, die haben wir jetzt weggeräumt und deswegen, ja, haben wir jetzt hier so einen riesengroßen Platz noch. Wir hatten ja Europaletten bis ungefähr bis zur Decke hochgestapelt gehabt hier, jetzt stehen sie alle da hinten. Genau, vorstellen kann man sich das jetzt eigentlich so, hier kommt die Treppe nachher hoch. Da sind wir noch am überlegen, ob es eine richtige oder eine Wendeltreppe wird. Wir behaupten aber eher eine Wendeltreppe, weil hier unter ist relativ wenig Platz. So, dann haben wir halt hier die Treppe, die hochkommt. Zum Flur und rechts haben wir dann nochmal, weiß ich nicht, eine Garderobe, ein Spiegel, was man halt so in da Flur kommt mein Kinderwagen hat. Hin. Genau, da das ist so eine perfekte Ecke, oder? Das ist perfekt. Da muss man hin.